doofe Woche für Markus Söder. Sie wissen ja, der hatte doch diese Knaller-Idee, Kreuzpflicht für bayerische Behörden. So eine schöne Idee. Und jetzt regen sich alle furchtbar auf. Sogar die Kirchen regen sich auf. Da heißt es, man dürfe das Kreuz nicht zu Wahlkampfzwecken missbrauchen. In seiner Wut ist der Söder diese Woche mit seinem kompletten Hofstaat plus Blasorchester nach Brüssel gefahren und hat dort vor der bayerischen Vertretung ein riesiges Kreuz aufgestellt. Nee, ein Maibaum, Entschuldigung. Der Maibaum ist eine bayerische Tradition, aber wir stehen hier in Brüssel. Was bedeutet das? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Das bedeutet, dass du zu viel Tagesfreizeit hast. Man muss eigentlich beten, dass der im Herbst die absolute Mehrheit kriegt. Sonst geht das PR-Gewitter in eigener Sache ja ewig weiter. Inzwischen ist er schon ein Fall für die Wissenschaft und für Dietmar Wischmeier. Herrschaften, Ruhe bitte! In unserer Vorlesungsreihe Populistisches Rangewanze stelle ich Ihnen ein ganz neues Verb vor. Das Södern. Eine besonders im Alpenraum erfolgreiche Verhaltensstörung. Benannt nach dem fränkischen Scheinriesen Markus Maximus Söder. Ein direkter Nachfahre des Södersaurus Rex. Getreu dem bayerischen Motto, lassen Sie mich durch, ich bin der Geilste, gelang es dem Gebirgskampfschwimmer geistiger Flachgewässer, die Staatskanzlei zu erobern. Nicht mittels popeliger Wahl, sondern durch Heiligsprechung, vorgenommen durch den eigens zu diesem Zwecke aufgetauten Ötzi Stoiber. Achten Sie bitte hier auf das fischige Grinsen, mit dem der junge Monarch den Schleimvorgang huldvoll entgegennimmt. Er hat den stärksten Gestaltungs- und Machtwillen. Und ich sehe im Moment nicht, was er nicht richtig macht. Und, ja, wir sehen das schon, aber Opa hat halt seine Brille in Brüssel liegen lassen. Um sein Wahlvolk mit identitärem Wandschmuck zu erfreuen, ließ das Söder nun vor jeder Amtsstube ein Kreuz annageln, damit den Musulmanen schon beim Betreten der Kfz-Zulassungsstelle eine Heidenangst unter den Kaftan fährt. Doch, oh Graus, plötzlich gilt den katholischen Bischöfen das Kreuz als rein religiöses Symbol und nicht als Zeichen der Ausgrenzung. Bischöfe, was wissen die schon vom Christentum? Welch schmählicher Verrat an der abendländischen Tradition der Kreuzzüge. Aber wenn der Söder im Herbst die absolute Mehrheit hat, dann gelten im Freistaat endlich wieder die wahren Werte. Übrigens, liebe Studenten, falls Sie mal zu gute Laune haben, empfehle ich Söders YouTube-Kanal, wo jeden Tag Botschaften in die Schluchten seines Reiches hinaus södert. Und zwar neuerdings immer auf einem alten blauen Sofa, das noch Franz Josef Strauß persönlich durchgefurzt hat. Bayern soll einfach besser sein als andere. Made in Bavaria ist digital. Da möchte ich, dass Bayern Vorreiter ist. Das Beste für Bayern. Wir wollen das modernste Land in Europa werden. Bayern soll weiter erfolgreich sein, bayerisch zu bleiben. Und diese Dinge wollen wir besprechen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen nur noch kotzen. So, und unser Thema nächste Woche lautet, wie mache ich mich selbst zum Abgasaffen? Dann geht's um Andreas Scheuer, Minister für ungeschützten Verkehr und digitale Nassfrisur. Vielen Dank. Dietmar Wischmeier, meine Damen und Herren.